Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Und zwar diesmal spielen wir Black Ops 2 auf dem PC, ist ja klar. Obwohl Call of Duty mittlerweile hauptsächlich ein Konsolenspiel ist, wird es doch noch auf dem PC gespielt. Auch wenn es für den Konsole hergestellt wird. Und deswegen starke Einbußen auf dem PC hat, finde ich es trotzdem. Oh Gott, geht das wieder los. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Server gerade etwas laggt. Ja, definitiv nicht viel, aber doch spürbar. We're losing this fight. What the fuck? Was läuft mit dem Typen? Naja, jedenfalls, ich habe jetzt sicher ein knappes halbes Jahr kein Black Ops 2 mehr gespielt. Das gibt's auch nicht. Was ist mit dem Server los hier? Why? Das Gefühl, jetzt läuft es ein bisschen hübscher hier. So, ich habe vorhin zwei Runden gespielt. Eine war 29:1 und die andere war 32:3. Allerdings nicht auf diesen Maps. So, laut Leaderboard hat es einen vernünftigen Gegner. Also eine Gefahr eigentlich. Wobei ich von dem jetzt eigentlich nicht getötet werde, sondern eher von ein paar anderen Vollpfosten. Ja. Gut, ich wollte über die Zukunft des Kanals eigentlich reden. Das ist ein bisschen blöde Idee, das eigentlich live zu machen. Gott, wie ich die mir passe. Aber... das ist ja eh nur Black Ops 2. Was ist das? Egal, es liegt. Meistens, wenn ich spiele, bin ich relativ gut. Also auch vernünftig einfach. Und sobald ich anfange zu kommentieren. Aber ich. Irgendwie läuft sich flüssig. Ich weiß nicht, ob man das auf den Aufnahmen sieht, aber es läuft nicht flüssig. Okay, ich glaube, man sieht es wirklich auf den Aufnahmen. Am PC kann es nicht liegen. Der hat auch keine Probleme, Arma 3 aufzunehmen. Oder Battlefield 4 oder sonst was weiß ich, Far Cry 4. Boah, ich habe keine Ahnung, wo Gegner sind. Das macht mich leicht nervös. Boah, zwei Granaten. Minen. So, ja, um nicht noch länger abzuschweifen, was ich eh schon viel zu lange mache. Die Zukunft des Kanals. So, ja. Ehrlich gesagt. Meine Fresse! Das ist eine der schlechtesten Runden, die ich je gespielt habe. Also ehrlich gesagt, Nummer 1. Ich will unbedingt Zeus ausnehmen. Ich es gerne mache. Geht mir nicht mal unbedingt drum, dass ich Abonnenten bekomme, groß werde. Ich will mich finden. Natürlich ist es schön, wenn man Leute hat, die einem zusehen. Vor allem auch Leute, die einem regelmäßig zusehen, Unterstützung hat von der Community, aber das ist eher Bonus für mich. Das ist jetzt nicht so ganz so wichtig. Heißt allerdings nicht, dass ich mich nicht freuen würde über Abonnenten oder so. Egal. Ja. Ihr wisst eventuell, was ich meine. So, aber jetzt. Ich wollte einfach Video machen und ich will zwar was Spezielles machen, was nicht ganz überall anzufinden ist, anzutreffen. Gott, ja. Deutsche Sprache ist auch so ein Ding, wenn ich aufnehme. Leider ist es ziemlich schwer, ohne jetzt speziell Zeit zu haben für sowas. Allerdings werde ich ab nach irgendwann im späten Verlauf des Sommers kann ich mir endlich eine vernünftige Kameraausstattung holen und dann gibt es ein paar schöne Videos. Hoffentlich regelmäßig. Und zwar wollte ich Airsoft aufnehmen, weil ich spiele relativ oft. Es läuft gar nicht. Es geht gerade gar nicht. So, ich muss mal
Wollte ich erst auf aufnehmen, weil ich spiele regelmäßig. Solange jedenfalls Spiele sind, an die ich gehen kann. Puh, und da dachte ich mir, ich nehme das gleich mal auf. Und zwar hatte ich vor, sowohl eine GoPro für an die Stirn und eine Contour Rome 3 für an die Waffe zu kaufen. Zuerst die GoPro natürlich, damit ich sicher mal Videos machen kann. Und die GoPro wäre halt einfach so eine Scope Cam, damit ihr auch vernünftig seht, worauf ich ziele. Und halt Hauptfenster ist natürlich die GoPro, aber die Kontur immer so rechts unten eingeblendet, um zu sehen, auf was ich ziele. Und sobald ich wirklich auf was schieße, kann man die ja auch als Hauptfenster schalten. Und braucht zwar viel Zeit, die Videos dann zu editieren, aber das ist mir die Mühe wert. Obwohl man mittlerweile ja auf YouTube nicht nur noch einfach qualitativ hochwertiges Zeugs raufladen muss, sondern auch wirklich Glück haben muss, entdeckt zu werden. Weil die Chancen, dass man unter den ganzen, ich sag jetzt mal, schlechten Broadcastern gefunden wird, ist doch echt klein. Ah, ich muss das Mikrofon mal ganz leicht ein bisschen verschieben. So, ich hoffe, das hat jetzt nicht so viel geändert am Audio. Sollte schon nicht. Ja, ja, das wird schon. So, bei dem Spiel ist es in letzter Zeit vor allem auf dieser Map immer so, du hast keine Ahnung, wo die Gegner sind und plötzlich ist einer hinter dir. Oder was noch viel schlimmer ist auf der Map, du hast keine Ahnung, wo der Gegner ist und plötzlich trifft dich ein Sniper über die ganze Map. Mission almost complete. Don't quit now. Enemy! Puh. Es läuft nicht flüssig. Was soll die Scheiße? Ich überlege jetzt gerade, ob das eventuell an Fraps liegt. Ich habe da eingestellt 60 Frames pro Sekunde aufnehmen. Was ja eigentlich nur die Aufnahmegeschwindigkeit beeinflussen sollte und nicht die Darstellungsgeschwindigkeit. Und deswegen sollte es trotzdem flüssig laufen, weil ich habe normalerweise 120 FPS bei diesem Spiel. So, jetzt habe ich gerade eine Drohne genommen. Ich mache mal ganz kurz. Nee, mache ich nicht. Ist mir zu viel Arbeit. Es soll. Okay, wo war ich stehen geblieben, bevor ich das jetzt aufgebracht habe? Ja. Ich habe keine Ahnung mehr. Ehrlich gesagt, ich habe echt keine Ahnung mehr. Naja, jedenfalls, eigentlich wollte ich wieder mehrere Videos aufnehmen. Dann ist mir noch eingefallen, dass meine Waffe noch irgendwo bei Patrick rumliegt. Und beides kann ich nicht machen, weil ich das ganze Wochenende wahrscheinlich. Nee, was heißt wahrscheinlich? Ich bin das ganze Wochenende weg. Darf ein Lager leiten mit knapp 30. 7- bis 11-Jährigen, die wahrscheinlich überhaupt nicht schlafen werden. Heißt, ich und die Mitleider werden auch überhaupt nicht schlafen. Gut, würden wir sowieso nicht, wegen der Nachtübungen, aber das Problem an den Kindern ist, egal wie lange du wach bist mit denen, die sind um 7 Uhr morgens spätestens wach und dann bist du auch wach, weil die ganze Zeit rumschreien. Und das hat schon beim letzten Lager nicht funktioniert. Du kannst denen nicht sagen, sie sollen einfach ruhig sein. Mein Gott. Ja. Okay. Oh. Team Deathmatch. So. Was mich jetzt abgehalten hat, vier Monate abgehalten hat, Videos zu produzieren. Mal erstens. Einfach weil meine Deutschkenntnisse gerade in Videos so schlecht sind, das ist unglaublich. Ich bin einfach nicht daran gewöhnt, die ganze Zeit vor mich hinzusprechen und dabei auch noch zu spielen. Also jedenfalls nicht, was überlegt ist, vor mich hinzubrabbeln. Sprechen kann ich schon, Teamspeak und so ein Scheiß halt. Aber wirklich Content zu bieten
ist doch was anderes. We've lost the advantage. Das ist miese. Okay. Ich nenne es jetzt Kotloch. Hört sich nicht ganz so kindisch an. Ja, super gemacht, Black Ops. Ich habe jetzt gerade einfach die Sounds von Indoor, also den Indoor Equalizer bei den Stimmen von den Soldaten drauf, obwohl ich ja außen rumrenne. Macht natürlich auch total Sinn und ist sehr intelligent und hochwertig und boah, Call of Duty. Oh, but no. We're losing this Was fight. War denn mit? Bei mir irgendwie, ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich muss es nachher mal anschauen. Aber es läuft nicht so flüssig, wie es läuft, wenn ich nicht aufnehme. Ha. Das hatte ich bis jetzt auch nicht bei dem Spiel. Und ich nehme mit 120 Frames auf. Was soll die Scheiße? Target down. We've taken control. Das ist mein Aim auch ungefähr gerade so gut, als wäre ich SpongeBob. So, auf den habe ich gewartet. UAV awaiting orders. UAV inbound. Das ist so ein Geschwür, das Zeug, ey. Passt irgendwie, weil Call of Duty ist das Geschwür der Game, Computer Gaming. Meine Fresse. Ah. Ihr merkt schon, ich bin bei dem Spiel recht leicht zu provozieren. Dropped him. Reload. Das Problem ist einfach, wenn du nicht wirklich ein flüssiges Spielgefühl hast, hast du wirklich Probleme, die Leute vernünftig zu treffen. So, UAV hat er verdient. UAV inbound. On your feet. Ich glaub's nicht. Ja. Ich habe mittlerweile gehört, mich aufzuregen, weil das Spiel zu unrealistisch ist. Ich habe mir einfach damit abgefunden, dass wenn ich was realistisch spielen will, dann gehe ich Arma spielen. Mit den Scheiß bin ich ab und zu mal casual. Wie? Das ist so ein Witz. Als würdest du, wenn du das Messer hast, plötzlich weniger wiegen. Als wäre die Waffe einfach weg, Alter. Als würde sie hinter dir herschweben. Das ist ein... Ich habe zwar vorhin gerade gesagt, ja gut, ich habe gesagt, ich reg mich nicht auf, weil es unrealistisch ist. Aber das ergibt ja mal einfach null Sinn. Das ergibt sowas von null Sinn. Das ist unrealistisch hoch 2, Alter. Das kannst du doch nicht bringen. Oh mein Gott, ich habe meine Waffe hinter mich geworfen. Auf meinen Rücken. Jetzt ist sie weg. Das Gewicht ist weg. Halleluja, ein Wunder. Oh, Heil Satan. UAV on standby. Das war gerade eine missliche Lage. Friendly UAV inbound. Kill confirmed. Target with weapon. Smoked. Sniper's down. Move. Verdammt. Da habe ich mal kurz nicht um die Ecke geschaut. Und da hatte ich mal ganz kurz überhaupt kein Gefühl für das Ziel mit der Waffe. Ich weigere mich vehement, Anglizismen wie Aiming zu gebrauchen. Ich will mich doch ein bisschen anpassen an Kreuz.net. Hm? Wem das noch ein Begriff ist, diese Fotzen. Ich habe ja grundlegend nichts gegen Religion, auch wenn ich selber Atheist bin, aber...
Also nee, theoretisch bin ich gar kein Atheist, sondern Pastafari, was zwar auch eine Form des Atheismus ist, aber meiner Meinung nach sehr viel geiler. Es ist das gleiche, aber geiler. Ha, ha, ha. Ich mach fast das Sinn wie Black Ops 2. Wisst ihr, was ich bei jeder Aufnahme vergesse? Scheiß Timer einzustellen. UAV on standby. Transitioning. So, mein Gott, wo steckt ihr denn? Friendly UAV sicher hinter inbound. Mir. Boah, ja, überrascht worden. Ah, unschuldig. Naja, jedenfalls, das Spiel ist jetzt auch wieder. Es ist wieder genug lang. 15 Minuten haben wir durch. Und ich verabschiede mich mal. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, was ich besser machen kann. Ich will mich hier natürlich auch verbessern. Wir sehen uns beim nächsten Video.